Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Fitzbees Infinity Wolf Skyblock Expert Mode zusammen mit dem lieben Lemon Freak. Hallo und auch mit dem lieben Zerland. Hallöchen, ja, der Server lief jetzt wieder eine Zeit lang. Etwas und jetzt ist das nächste Problem aufgetreten. Die Fässer mit Certos Quarz und Elektroteilen sind voll. Das ist ein wenig mies und nervig. Dementsprechend werde ich da jetzt einmal Upgrades reinballern. So, jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren, alles soweit. Irgendwann mal langsam bei gutem Wetter. Wo war jetzt nochmal hier Kabel? Kabel ist hier vorne. Ich komme gar nicht mehr klar. Ja, wir haben jetzt anderthalb Wochen, glaube ich, nicht aufgenommen. Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall Kabel. Ah. Nee, da wollte ich hin. Boah, das wird so ziehen. Ewigkeiten dauern, bis der Kram leer ist. Naja, gut. Auf jeden Fall, die Erze hier sind auch alle zu Dust verarbeitet worden. Das heißt, das funktioniert jetzt alles einwandfrei. Dementsprechend habe ich mir jetzt überlegt, dass wir den Kram hier einmal umbauen. Wir haben doch irgendwann schon mal eine Dolly gebaut, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, genau, haben wir sogar. Cool. Denn ich will das Ganze ein bisschen umräumen. Tobi, ja. Jetzt werden wir glaube ich ein kleines Problem haben. Warum? Weil wenn ich das Dach baue, kann das sein, dass da irgendwie was darüber aufsteht und nicht ausgelastet ist. Dass ah, stimmt. Kommt. Obendrauf muss auf. Müssen wir gucken. Ich leg mich eben schlafen. Jo. Jo. So, jetzt sollte erstmal nichts spawnen. Ja, der Mike macht weiterhin die Monsterfalle fertig. Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, dass wir die behalten und wir bauen einfach weiter hier hinten aus. Normal sollte das reichen, dass da ein bisschen was spawnt. Oder genügend spawnt, genau genommen. So, die Äpfel können an sich sogar komplett hier aus dem System raus. Ja, den Rest kann man da so lassen. Dann möchte ich gerne hier das ein bisschen anders haben. So, und Redstone Elektroteil. Das sind so die wichtigen Sachen, die wir haben. Ich möchte hier auf voller Breite einmal Ingots haben. Oder, ach komm, wir packen die Ingots unten rein. So. So. Na? Hä? So. Und. So, jetzt geht's. Das ist auch noch irgendwie ein bisschen nicht so relevant. Dann kommt das da mit rein. Das ist eigentlich ein bisschen relevant, das Zeug. Na, na, ah, nee. So. Das sollte jetzt eigentlich soweit dann alles sein. Das heißt, ich brauche den Draw Key und ein paar Drawer wieder. So. Und jetzt einmal überlegen, was ich hier alles rausbekomme. Ich bekomme auf jeden Fall... Ach, ich gehe einfach die Liste hier durch. Eisen, Gold, Silber, Zinn, Kupfer. So. Eisen, Gold, Silber... Ah ne, ich muss ja auch gucken, was ich denn aus Smeltery rausbekomme. Verdammt. Okay, gut, dann doch nicht. Ach... So, meine Güte. Das nervt jetzt allmählich. So, theoretisch würde das Ding natürlich auch alleine klarkommen, blablablub. Aber mich nervt das jetzt. Gut. Ja, das Ding kann eigentlich abgerissen werden. Hier unten ist auch das Holz mittlerweile voll. Haben wir so nebenbei mal gemerkt. Also bei 26.624 ist Schluss. Hi Mike. Ja. Denkleck und so. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Genau, die Smeltery bauen. Das war das, was ich machen wollte. So, Hopper, Kiste. Ja gut, den Eimer kann ich eigentlich auch immer brauchen. Stimmt, wir haben ja letztes Mal, glaube ich, einen ganzen Haufen von den Dingern hier fertig gemacht. Genau. Ha, reicht sogar. Cool. So, wie weit bist du? Wahrscheinlich immer noch nicht fertig, oder?
Nö. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also an sich kommt dann ja alles in dem Ding hier raus. Also wird hier reingepumpt und kommt dann raus. Ich hoffe, dass es von der Menge her reicht, aber ich befürchte, dass es nicht reichen wird. So, da die Dinger... Ach stimmt, ich musste das ja noch ein tiefer bauen. Ha! Jetzt weiß ich es wieder. Ich musste den ganzen Kram... Blende muss er auch noch machen, oder? Wäre nicht schlecht. Ja. Und da musst du dann auch aufpassen, dass da ab da dann auch nichts spawnt. Weil wir müssen den Fallturm noch machen. So, jetzt brauche ich mal ein bisschen Wasser. Also wir wollten das jetzt so machen, dass die ziemlich komplett sterben, oder? Oder ja, wollten wir die so machen, dass die definitiv sterben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Mach auch nicht mehr. Gut. Gut, dann machen wir es so, dass die... Machen wir es zweispurig. Einmal so, dass die ungefähr sterben und dann fallen sie ganz runter und sterben komplett. Machen wir es so. Also jetzt noch eine Wand ziehen. Genau. Okay. Drei, dann... So, der macht jetzt... Hä, was macht denn der jetzt? Wer? Der Bilderswand, der ärgert mich. Ach so, ja. Da muss ich jetzt da jeden einzelnen Block setzen. Nee, du musst am besten von der Seite fängst du an. Ist einfacher als nach oben ziehen. Einfach von hinten, von dem Mittelpunkt bis zur Ecke und von der Ecke musst du dann einmal wieder einen Streifen alleine hochziehen. Aber ist ein bisschen einfacher. So, jetzt ist hier schon wieder so dunkel. Dann macht er einen Block. Hä? Ich hab da irgendwie was. Von hinten, von der Leiter, da wo die Leiter ist. Von da aus musst du losgehen. Kein Shift drücken, kein gar nichts. Genau, und jetzt noch weiter. Bis zur Ecke und bei der Ecke musst du dann einmal eine Reihe wieder alleine hochziehen. Ups. Da hast du dich verklickt. Ganz minimal. Gut. Das muss auch hier noch raus. Boah, ist das nervig, den Kram hier zu bauen. Ja, und mal wieder, wie immer, haben wir keine wirkliche Zeit für Zeitraffer. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir jetzt dann... Ja, wobei, jetzt fängt die Weihnachtszeit dann bald an, wenn die Folgen rauskommen, ist Mitte November. Ja, doch, können wir sogar noch schaffen. Nein! Was hast du gemacht? Ich werde sterben. Fuck. Oh, Glück gehabt. Glücklicherweise läuft Wasser schneller hoch als runter. Sonst wäre ich jetzt auch gleich noch direkt gestorben. Du brauchst dann wahrscheinlich gleich einen Eimer, oder? Jein, Ja, du musst ja deine Sachen holen. Dann hol du mal lieber. Mein Inventar ist voll. Dann mach deins leer. Das dauert noch ein bisschen, so. Ja. Warte, ja, am besten hättest du Steine mitnehmen sollen. So. So, hier sind übrigens wieder Punkte zum Spawnen. Und hier. Schwimm einfach runter, bau rundherum einmal eine kleine Plattform hin und fertig. Wegreißen mache ich nachher dann. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Ja. So. Aha. Kriegst du hin, oder? Ich glaube, ich werde sowas von sterben. Ja, pass einfach ein bisschen auf. Das ist jetzt kein Hexenwerk, darunter zu gehen. Das nicht, aber die Plattform zu bauen. Weiß nicht, bin noch nie gestorben. Was? Also. Hä? Wo endet denn? Hä? Bin ich denn da? Du bist schon zu weit. Ernsthaft? Ja. Wie gesagt, das ist nicht wirklich ein Hexenwerk. Ja, so, also, jetzt eine Plattform bauen. Wie breit ungefähr? Einfach nur 3x3, dass die Items nicht direkt runterfallen. Darum geht's nur. Ach toll, jetzt kann ich auch noch was spawnen und ich brauche mehr Kobbel.
Wir müssen wirklich gucken, dass wir das Zeitraffer wieder machen. Auch wenn ich das jedes Mal sage. So, aber die Anlage läuft doch jetzt wieder, oder? Na? Warum? Hä, das ist doch nicht voll und nichts. Warum saugt er das nicht raus? Kann man das mit der Hand kaputt schlagen? Nee. Ja. Liegt das jetzt einfach an dem blöden Modul? Ja, okay. Das ist hin? Geht noch kaputt. Ja, muss ein bisschen länger schlagen. Das hat Haltbarkeit. Also es ist nicht instant kaputt. Achso. Ah, Mann. So. Ach, Mann. Kriegst du hin? Jetzt. Ja, den Bild aus Wand habe ich schon mal. Ist ja schon gut. Gut. Ja, ein paar Kabel sind noch verabschiedet. Ach, scheiß auf Kabel. Also, zumindest den Kabel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Muss so, ich nachher nach oben dann kommen. Extractor-Modul, Basic Logistic Pipe. So, einmal alle Hopper eingesammelt. Also das war jetzt das erste Mal, wo ich jetzt drauf gegangen bin. Echt? Ja. Okay. So, dann. Toll, wir haben keinen. Wow. Kabel wieder, die Quelle kann ja wegmachen. Bitte? Ja, der die kannst du wieder wegmachen. Und den Kabel zur Verbindung zur Monsterfalle bitte auch. Ich brauche einmal ein bisschen Holz. Na, das war ein Holz zu wenig. Ach, da war einer drin. Egal. So, ich brauche noch 3 von denen. Genau. Ne, das ist falsch. Na. So, 3 von denen. Dann brauche ich die ersten paar Bricks. Ah, Mist. Ich habe mich vertan. Ich muss noch einen weiter nach hinten. Mist. Naja, egal. Ah ne, die Ecken brauche ich ja gar nicht rausmachen. Hä, warum macht das nicht komplett 3? Hm? Warum macht das nicht komplett? Achso, weil ich Shift gedrückt habe. Ja, du darfst kein Shift drücken. Das ist ja auch scheiße. Hast du Angst, dass du runterfällst? Nein, überhaupt nicht. Ach, ist doch egal, wir verlieren hier kein Leben und nichts. Ist ja kein Hardcore. So, dann einmal die. 1, 2, 3. Ach, verdammt! Kobbel müssen wir denn ja hier auch irgendwie hinkriegen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ach glaub, jetzt weiß man, was mir ab ist. Die Fackeln auch noch. Ach. Die sind aber auch. Es ist nichts. Hauptsache der Builder's Wand. Ja, das ist eigentlich das einzige teure in deinem Inventar wahrscheinlich. Ja. Oh. So. Oh. Wir sind bei 14 Minuten übrigens. Ja, ich hab wieder mal aktiv Scheiße gebaut. Warum diesmal? Ich höre eine Spinne. Stimmt, wir haben Nacht. Ja. Ups. Egal, no risk, no fun. Schaffst du schon. Pass auf. Da kommt gleich die Meldung, dass die Mobs zu nah sind. Ich hoffe nicht. Ah ne, ich hab doch die Fackeln. Hab nichts gesagt, dass ich keine hab. Ach, verdammt. Smattery Controller hatte ich schon. Egal, wir haben jetzt 2 Smattery Controller mehr. Läuft. Jupp. So. Oder was geht denn da oben wieder ab, ey?
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest gerade. Nein. Nee, also ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Bei mir oben drüber ist gerade Party wie ab. Ach so. Ja gut, das kann vielleicht sein. Wir sind jetzt aber auch bei 15 Minuten. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, ich gucke mir noch mal ganz schnell an, was Mike jetzt geschafft hat. Im Gegensatz zu mir, weil ich gar nichts geschafft habe mal wieder. Eine Wand. Ja. Oh. Gut, ich gehe jetzt doch nicht zu Mike. Warum? Weil ich gerade die Party da sehe bei dir. Ich laufe lieber schreiend im Kreis weg. Rennt dir etwas so hinterher? Nein, noch nicht. Okay. Ach, da fällt schon der erste Zombie. Aber ich habe die blöde Befürchtung. Und noch einer. Okay, gut. Ja, die folgen dir alle gerade. Gut, aber ich würde jetzt sagen... Nein, Spinne! Kriegst du es hin, oder? Ja, die ist weg. Was zum Henker war das denn? Noch eine Explosion. Spinne. Das war eine gezielte Sprengung. Hä? Hä? Was? Das hört sich so an, als ob die neben mir gerade krepieren würden. Wow, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Was? Wo kommt jetzt der Mini-Zombie her? Alter Mike, was hast du gemacht? Aua! Missgeburt, hau ab! Hier ab! Alter! Die macht das, Bild das Wand! Schlag einfach mit einem Compressed Hammer oder so! Ich kann den nicht rauswählen! Warum nicht? Ich hab den nicht in der Leiste und jetzt hab ich ihn. So. So. Wo kommt denn der scheiß Zombie her? Gut, also die Monsterfarm funktioniert schon mal. Ja. Boah, hier sind noch zwei Creeper. Eine Explosion. Ja, ich versuche sie gerade zum Explodieren zu bringen. Damit mich halt keine Monster mehr sehen. Ah, Hilfe. Boah, weil sobald mich halt keine Monster mehr sehen, kann ich schlafen gehen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Stell das Bett woanders hin. Stimmt, das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Oh, jetzt wäre fast wieder runtergefallen. Ah, Hilfe. Hilfe. Lauf. So, kann ich jetzt schlafen? Ja, ich kann schlafen gehen, gut. Bist du auch gerade in Sicherheit? Alter. Oder eher weniger? Ja, sie brennen. Ja, also bist du in Sicherheit? Ja. Gut, weil dann würde ich nämlich sagen, wenn ihr das geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. und die Mods-Horde besiegen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.